Das Zahnkonzept, die Praxis unserer Top-Athleten, präsentiert Ihnen heldenhaft mit Biss in den Olymp. 4-mal paralympisches Gold, dazu etliche Titel in Welt-, Europa- und deutscher Meisterschaft. Hannelore Brenner gehört zu den ganz großen Sportlern ihrer Zunft. Und dennoch ist sie bescheiden wie eh und je. Freut sich sogar über die stärker werdende Konkurrenz, auch wenn es ihre eigene Chance auf Tokio trübt. Aber wir haben natürlich auch sehr gute Paare, jetzt im Moment in Deutschland und international sowieso. Also es hat sich unheimlich entwickelt, unser Sport. Mein Ziel ist es, logisch, sonst wäre ich nicht hier. Aber das ist, sollen die 4 Besten halt mitkommen. Und ob wir dabei sind, das müssen wir einfach jetzt die nächsten Turniere beweisen können. Die Leidenschaft zum Reiten ist Brenner ohnehin viel wichtiger als die Teilnahme an Olympischen Spielen. Und diese Leidenschaft kam früh auf. Diese Einheit mit dem Pferd, das hat mich eigentlich vom ersten Moment an fasziniert. Ich weiß noch, dass ich mit 7 oder 6, weiß ich nicht wie alt ich war, aus dem Fenster geguckt habe und jemanden vorbeigaloppieren habe gesehen und das hat mich völlig fasziniert. Und diese Einheit, das ist tatsächlich immer das, wonach ich auch strebe. Brenner verliebt sich in die Pferde, geht dem Sport ambitioniert nach, bis ein Unfall ihr Leben auf den Kopf stellt. Hatte mit 23 bei einer Landesmeisterschaft in Norddeutschland einen schweren Reitunfall, habe mich überschlagen mit einem Pferd, habe mir dabei den ersten Lendenwirbel gebrochen. Doch Brenner gibt nicht auf, kämpft sich wieder ran und kann auch im Krankenhaus erste Erfolge feiern. Eine Querschnittlähmung, man weiß erstmal gar nicht, wohin, laufen ging erstmal überhaupt nicht, musste ich langsam wieder lernen und ich habe aber viel Glück gehabt, es ist halt inkomplett und deswegen kann ich eben noch laufen und es war mir auch klar und dafür habe ich auch gekämpft und bin dann zu Fuß auch aus dem Krankenhaus raus aus Hamburg. Trotzdem muss der Reitsport zunächst auf sie verzichten, denn Brenner reitet nur noch freizeitmäßig, spielt stattdessen Rollstuhlbasketball. Erst 1998 kommt sie in den Parasport und hilft dabei, die Sportart auch in Mannheim voranzutreiben. Hanne ist der Name und vor allen Dingen Hanne Brenner verdanken die Paras auch, dass nicht nur diese Veranstaltung, sondern Para-Equestrien-Wettbewerbe seit 2003 hier stattfinden. Da hat sie mich immer bedrängt und irgendwann habe ich dem nachgegeben und habe gesagt, jawohl, wir machen das. Solche Erfolge sind es, auf die Brenner besonders stolz ist. Doch bei aller Bescheidenheit ist ihr natürlich auch ein besonderer Olympiamoment im Kopf geblieben. 2012 in London reitet Brenner gleich 2-mal falsch, geht davon aus, durch den Punktabzug keine Chance mehr auf eine Medaille zu haben. Doch es kommt anders. Und sagte Stuart zu mir so irgendwie, I've never seen such an unhappy medal winner. Und dann habe ich mir gedacht, die weiß ja noch nicht, dass da so viele Punkte abgezogen werden, kann die noch nicht wissen. Und dann sagte sie später, I've never seen such an unhappy gold medal winner. Und da ist es mit mir echt durchgegangen. Dann wurde es auch durchgesagt und das war das einzige Mal, wo ich auch wirklich geheult habe, weil es mich völlig gepackt hat. Das merkt man jetzt noch. Also das war sehr emotional. Mit einem gesunden Lächeln nach Tokio. Das Zahnkonzept präsentierte Ihnen heldenhaft mit Biss in den Olymp.